und herzlich willkommen. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Play Uncharted. Jetzt kamen die letzten zwei Tage ja. Drive mal los. Das Pack Opening. Dafür geht's heute am Freitag weiter mit Uncharted. Ihr habt schon gesehen, dass viele das interessiert hat. Das hat viele Aufrufe bekommen. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Ich muss gerade nochmal selber checken, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, hier war das. Ja, ja, hier hatten wir geparkt. Alter. Ja, genau. Stimmt. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Ja, der Vulkan ist links. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Ja, dann wären sie nicht mehr hier. Die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Richtig. Ja. Ja, Moment mal. Fahren die jetzt hier Patrouille? Oder sieht das nur so aus? Moment, da ist irgendwas. Da oben... Wenn ich mal fragen darf. Oh. Wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ach, weißt du, lesen. Einer der Wachmänner. Ob in dem alten Gebäude was zu finden ist. Das hat mich auch gerade interessiert. Da ist auf jeden Fall eine sehr... Wow. Ach, mit R2 rennt man nicht, ne? Man kann gar nicht rennen. So hoch kann ich nicht springen. Ja, das stimmt. Hier ist eine sehr merkwürdig aussehende Tür, meine Freunde. Hier, so hoch kannst du auch nicht springen. Bringt das was mit dem Buggy? Oder Moment, das können wir abschießen. Vielleicht mit dem Auto. Ja, das hatte ich auch schon im Sinn. Aber wo? Ich glaube, das Ding hier ist... Ne, die sind von der Entfernung her alle gleich. Gucken wir mal. Oh, nein, auf die Motorhaube. Jawohl, das geht. Sehr gut. Das können wir aufsprengen. Was finden wir hier Schönes? Das wäre es, wenn jetzt hier der Schatz wäre. Und weg. Tschüss. Aber so einfach macht uns das Spiel es nicht. Okay, wir finden einen Schatz. Können wir das aufmachen? Geht nicht. Sonst ist hier nichts mehr. Eine Steinschlosspistole. Was sowas heute wohl zu, heutzutage wohl wert ist. Okay. Aber ich habe richtig Bock auf das Ach ja. Einer der Wachmänner. Ich war das ganz schön leise. Oh, Alter. Ich bin gelesen. Geschichte. Vor allem alles, was mit Aiden. Sehr schön. Nur für den Fall. Was ist das denn? Ah, und außer den Büchern, die gestützt. Hä, wo ist es? Aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Schade. Okay, das war irgendein Wasserschwein oder so wahrscheinlich. Sehr süß. Kommen wir da hinten hoch? Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An deinen Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich habe eine ordentliche Abreibung bekommen. Den Wachmann nie wieder gesehen. Ja, je. Aber ich habe meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Was ich nicht so wie er erwartet hatte. Moment mal. Da oben ist der Turm. Aber, hä, das hat er doch schon mal gesagt, oder? Aber da oben ist der Rauch nicht. Der Rauch ist daneben. Wie kommt's, dass du noch lebst? Seht ihr den Rauch? Ja. Schon ein Langsam. Steigen hier mal aus. Da hinten ist auch noch was, aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Okay, Sekunde. Waldmanns Heil. Können wir hier auch noch lang fahren? Sieht mir so ein bisschen. Da ist der Turm. Aha. Die Frage ist halt, ob wir hier was finden. Was lagern die denn da ab? Moment. Kurz markieren. Aha. Okay. Tryen wir unser Bestes. Hä? Linke Seite. Ach so. Ah, da ist auch noch einer, oder? Ja. Nein! Wie geht nochmal Deckung kreis? Ach du Scheiße. Da drüben ist was. Hä? Scheiße. Wir sollten das den Selbstauch jagen.
auch wenn wir den Schatz finden, kassieren wir einfach einen kleinen... Ah, fuck. Denk nicht mal dran. Ich will deinetwegen... Was ja, da unten ist auf jeden Fall... Nichts, Bro. Keiner mit. Alles sauber. Ich schon. Ist der Mannschaft. Alles klar. Und wir sind... Ah, Gott sei Dank. Aber ich... bin müde. Also hör auf. Gut. Da oben ist einer, aber da oben über uns ist... Na, scheiße. Da ist auch noch einer. Fug. Jetzt, ich weiß zwar nicht, was der da gerade oben macht. Moment. Nein. Ach, fuck you. Gut, okay, dann halt anders. Alles klar. Was? Boah, das war ganz schön knapp. Nachladen. Boah. Die nehmen wir uns, die Barock. Ist der oben? Ja, der war mal oben. Da bist du. Was? Boah. Ich dachte, ich muss den so angreifen. Ach, fuck. Komm, zeig dein Köpfchen. Zeig dein Köpfchen. Sehr schön. Okay, das war's. Wir checken mal kurz die... Ah, okay. Schauen wir mal. Oh, das ist was Neues. China Lake. Ist das ein Granatwerfer? Ja. Nee, ich gebe meine Waffe nicht weg. Sollen wir den Granatwerfer... Ja, doch, komm. Hä? Sind das drei Waffen? Nee, achso, okay. Aber warum kommen die denn jetzt nicht mit? Oh, dann müssen wir vielleicht doch mit dem Auto... Nee, ich fahre nicht mit dem Auto da rein. Ja, können wir auch gar nicht, oder? Ich bin mir unsicher. Wahrscheinlich laufe ich jetzt hier die nächsten 2 Stunden einfach nur. Hä? Kommen wir da nicht beim Auto raus? Oh Gott, wir gehen nicht ins Licht. Doch. Hä? Boah, wir hätten voll das Auto nehmen müssen wahrscheinlich. Oder ich. Nee. Alles klar. Ja, genau. Wo fährt der hin? Hallo. Ich bin doch hier. Der kratzt sich noch so geil am Kopf. Alles klar, gut, dass wir gefahren sind. Was tut er da? Hallo? Hallo? Hä? WTF? Was ist hier los? Wo fährt der hin? Hallo? Darf ich mal auf mein Auto drauf? Ja, was soll ich sagen? Wir fühlten uns einsam. Ja, genau. Ja gut, also hier haben wir ja jetzt alles. Ich weiß halt echt nicht, ob wir hier jetzt noch... Ich guck jetzt mal. Vielleicht geht's ja hier irgendwo weiter. Ja. Ich weiß ja nicht. Was haben wir denn hier? Eine okay, Höhle? Zurück, bevor es dunkel wird, ja? Hahaha. Nee, hier ist aber nichts. Da ist eine City. Aber nicht dahin, wo wir müssen. Aber nicht, das ist nicht dorthin. Wow, WTF, Alter. Mann, wo müssen wir denn hin? Gut, okay. Ich kann mir halt so schwer vorstellen, meinem Uncharted, dass es hier irgendwas gibt, wo Gegner sind und so, was total, sag ich mal, unnötig ist, wo wir nicht hin müssen. Aber anscheinend ist es wirklich so. Ich glaube, wir müssen echt da irgendwo weiter hoch zu diesem Turm da oben. Dann würde ich sagen, machen wir mal genau das. Können wir hier rein? Ja, oder? Ja. Deine Finger sind jetzt vielleicht ab, aber... Oh. Passt schon. Schade, dass wir nicht hupen können. Ich muss sagen, das Pack-Opening hat echt Spaß gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, ich meine, gut, das kann man halt nicht okay. Jede Woche machen. Oh, nein, ihr wart nirgendwo stehen geblieben. Nein, nein, nein. Oh Mann, ich will nicht, dass ihr die ganze Zeit Konversation führt. Das sah hier so verdächtig aus. Ist hier irgendwas? Ah, hier kommen wir zum Turm. Ja, auf jeden Fall, das haben wir schon gehört, darum laber ich jetzt mal drüber. Darum könnte ich mir vorstellen, das öfter zu machen. Gut, ich denke mal, so vielleicht 4 Stück jedes Mal könnte gut kommen. Kostet halt 20 Euro. Mal gucken, wie oft ich das mache. Aber habe ich Bock drauf. Habe ich Bock drauf. Dann hat er sich nicht groß verändert, was? Ich nahm mein Geld und dann die Beine in die Hand. Okay. Ja. Möchtest du aussteigen? Hallo? Also, kommt ein Pirat in eine Bar. Der will nicht aussteigen. Warum? Dann mal los. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Wow. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann. Gleich zurück. Wo willst du hin, Mann? Ja, erzähl du mal deinen Witz zu Ende. Warum auch immer ich hier nicht aussteigen konnte, aber jetzt sind wir bei dem Turm. Willst du mich verarschen?
Was macht der da jetzt schon wieder? Ich komme nicht mehr hoch. Naja, gut, okay. Ich höre das jetzt schon wieder. Der fährt wieder vor und zurück. Auf jeden Fall. Oh. Ist das einfach nur Nebel? Ja, ne? Auf jeden Fall kommen in Zukunft vielleicht noch andere Videos neben Let's Plays und diesen Pack-Openings. Ja gut, ich denk mal, das ist so eine Art Aussichtsplattform. Nee. Hä? Ich konnte irgendwas machen? Na toll. Ah. Hä? Ich sehe, dass ich da hochkomme. Hä? Es vibriert ganz komisch. Okay, hier können wir hoch. Die Frage ist halt, wenn wir nicht hier hin müssen. Aha, na toll. Wenn wir nicht hier hin müssen und auch nicht. Wo waren da? Da waren wir gerade. Und da ist noch irgendwas, aber da ist ja keiner. Und da waren wir jetzt gerade. Wenn wir nicht dahin müssen, nicht dahin müssen. Alter, ist ja noch so ein Turm. Hä? Seht euch das an, Leute. Der steht da einfach. Wie? Und wo ist das Auto? Na toll. Ich konnte hier irgendwas machen mit Dreieck, aber irgendwie kam es nie wieder. Sag mal, kannst du mir mal jetzt verraten, wo ihr das Auto geparkt habt? Okay, dann tippe ich jetzt einfach mal darauf, dass wir da rechts lang müssen. Auf jeden Fall kommen andere Videos. Ich werde natürlich noch nicht verraten, was das ist, aber das wird so in 2-3 Wochen vielleicht mache ich das erste Video. Ah, hier sind Reifenspuren. Oder? Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein. Hä, was? Alter, WTF. Aha, okay, wir müssen also. Okay, wir müssen also. Willst du mich verarschen? Ich komme hier gar nicht mehr weg, oder was? Hä? Aha, also müssen wir mit dem Auto darauf. Jetzt stehen hier beide. Wo habt ihr das verkackte Auto gelassen? Und ich kann nicht sprinten. Nee. Oh. Super. Okay, das wird jetzt eine sehr lange Reise zurück zum Auto. Hä, Moment mal. Das Auto muss ja hier irgendwo stehen. Weil. Ja, da ist es. Okay. Geronimo. Okay. Wenn ihr jetzt anfangt zu reden, ne? Danke. Oh Gott. Ja, ihr müsst nach unten gucken. Hoffentlich kommen wir da rüber, weil wir selbst kommen da nicht hoch, aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich meine, wir haben den besten Jeep der Welt von Roadhog. Das sieht, als ob da keiner ist. Okay, pass auf, dann ist das anders. Dann kommt da jemand hin. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Ja. Sehen wir uns um. Dann weiter. Aha. Wie mittelalterlich. Okay. Keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen hat. Ja. Etwas im Inneren schützen. Ja, hä? Das ist irgendwie das gleiche Prinzip, oder? Man will jemanden draußen halten, weil man drinnen etwas zu schützen hat. Schaulein muss schon hier gewesen sein. Hä? Mit dem gehört. Na toll. Klingt gut. Ja, ich habe schon den Plan hier. Wir müssen nämlich hoch. Und da das Dingens benutzen. Hey, sei vorsichtig, Junge. Vorsichtig ist mein zweiter Vorname. Nee, Moment. Hä? Wir müssen. Können wir darüber springen? Ja. Die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Brückenkurbel. Hey, seh dich hier oben mal um. WTF, wie ist er denn rübergekommen? Alter, der ist voll der Geist, merkt ihr das? Egal wo wir sind, auf einmal ist er schon weiter. Hä? Ach, der ist da hinten drüber gesprungen. Na toll, wow, weißt du, ich bin hier voll den Berg, dieses Ding, oh. Ich bin hier voll das Ding am Hochkraxeln und er, oh, ich spring da mal hier drüber. Oh Mann. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Und da ist Shoreline. Aha. Bingo. Bingo Bongo. Uah. Ach du Scheiße. Soll ich irgendwas tun? Oh.
Chris hat voll überlebt. Ja, alles klar. Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Mir geht's gut. Geht's dir gut? Gut, dann ist gleich. Ich fahr das Auto näher ran. Was müssen wir mit der Kiste machen? So, ach, okay. Nee, Moment, das kann ja gar nicht richtig sein, oder? Hallo. Danke. Oder? Doch, hey, aber das ist wahrscheinlich von zwei Seiten, oder? Jetzt sag nicht, wir müssen das andere Teil suchen. Ich dreh mal hier dran. Oh, wow. Ja, ist gut. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Boah, da sitzen wir die nächsten 20 Jahre. Dann können wir das Seil nicht kappen. Ach du Scheiße. Ich wusste es. Und wir haben Granatwerfer. Juhu. Nein. Wo ist der Granatwerfer? Fuck you. Als ob. Den einen hat's gar nicht gekümmert. Wow. Warum nicht gleich so? Boom. Ach Scheiße. Wer ist das? Er ist schon wieder drüben. Ah, pass auf, da ist eine... Fuck you! Na toll, fuck you! Oh, Sniper. Scheiße. Können wir da direkt rüber in einem? Was? Was tut der? Ja, ist gut, das weiß ich. Oh Gott. Scheiße. Wir sind nicht zu... Wir sind zu wenig weit gesprungen. Oh, jo! Nein! Ich kämpfe gegen zwei! Ich kämpfe gegen zwei! Nein! Fuck you! Boah! Alter! Dass wir das überlebt haben! Fuck you! Das hat gut geklappt! Geh weg da! Alter, dass wir das überlebt haben, ne? Boah! Ich schieß einfach mal. Wo seid ihr? Boah. Alter, ich hab uns schon sterben sehen. Oh, die Fall, die ist gut. Oh. Nee, ich will ganz bestimmt nicht durch dich sterben. Habt ihr entdeckt? Habt ihr entdeckt? Fuck you. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Jetzt ist er tot. Wo bist du? Nein! Ah, der ist schon tot? Okay. Boah. Alter Vater. Ich... Hey Nate, weg hier, bevor noch mehr Shorelines auftauchen. Oh! So. Mal runter mit der Brücke. La la la. La la la. Alter, er sieht aus wie mit seiner Taschenuhr. Boah. Boah, ich komme immer noch nicht auf die eine Situation klar. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überlebt hätten, aber haben wir. Okay. Wenn jetzt nochmal Shoreline kommt, ne? Ey, da sitze ich 100 Jahre dran. Ich kann auch nicht schneller tippen, das nutzt nichts. Lalala. Lalala. Wie ich das kenne, kommt jetzt gleich nochmal Shoreline. Es wäre geil, wenn die Brücke jetzt durchgebrochen wäre. Könnt ihr bitte das Ding jetzt fahren oder muss ich jetzt ernsthaft nochmal zurück? Ich muss zurück, ne? Mein Plan war übrigens eigentlich hier hochzuspringen. Da hätten wir nämlich dessen Sniper nehmen können, die wir jetzt by the way mal nehmen. Und von oben snipen können, aber das hat, wie ihr wisst, nicht so gut geklappt. Wo sind die anderen? Ach, auf einmal erscheinen sie. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, entweder sind oben welche und das war Verstärkung oder oben sind keine. Ey, das sieht nicht danach aus, als... Nee. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Ja, aber da ist keiner. Die Brücke ist nämlich im Arsch. Und wir können von hier aus den Buggy nicht mehr benutzen. Oh, meine R2-Taste quietscht. Weg mit dir! Bing! Oh, Alter, meine L2-Taste. Bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Ach du Scheiße. WTF? Oh, 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 da war mein Finger auf der L2-Taste ein bisschen zu stark. Okay, ab hier
War es das mit dem Auto? Oder nein? Niemals. Ah, gleiches Spiel. Freunde, ich würde sagen, das machen wir noch. Ja, ja, ich habe mich schon genug umgesehen. Aber den Rest, wie es weitergeht. Oh, warte. Die Hälfte. Die Hälfte? Hälfte? Naja, er weiß nur von der Gang dieser Weisachen. Das wären 400 Millionen. Ja, aber wenn Nathans Theorie stimmt, ist ein viel größerer Schatz. Ja, da wetten, ich sag euch das jetzt schon. Man sagt seinen Partnern nie, wie viel ein Job wird. Ich sag dir jetzt schon, wir werden keinen Schatz finden, der Geld bringt. Ich glaube, das haben wir noch nie im Endeffekt. Also wirklich was, wo man dann, was man verticken kann. Kommen wir überhaupt durch den Stein durch? Hä, geil, da können wir ja eigentlich an den Stein machen, aber ja gut, okay. Jetzt sind wir 10 und doppelfach gesichert, alles klar. Bitte. So. Und wir sliden natürlich runter. Woo, durch Seil. Und sind da. Freunde, ich würde sagen, was hier das nächste Mal passiert, was wir auf dem Turm finden werden und was sonst noch so passiert, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Uncharted 4 Thief's End. Vielen Dank fürs Einschalten. I'm Jay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und...